Hallo und herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Jens und heute geht es um das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Was für ein Name? Uiuiui, ist das ein Wetterchen. So ist besser. Was das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G zum Note macht, war ja schon immer der Stift, der S Pen. Der ist auch dieses Mal wieder fantastisch, aber dazu kommen wir später nochmal. Was das Note Ultra zum Ultra Note macht, das ist überraschenderweise die Kamera. Aber wie erkläre ich euch das am besten? Kommt mal mit. Das neue Note hat eine 108 Megapixel Standard-Weitwinkellinse, eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkellinse mit 120 Grad und ein 12 Megapixel Teleobjektiv mit 5-fachem optischen Zoom und 50-fachem Hybrid-Zoom. Soweit, so trocken die Fakten, wie immer. Im Endeffekt bedeutet das, ihr seid möglichst flexibel mit diesem Kamerasetup. Ja, mit 108 Megapixel könnt ihr sehr viele Details einfangen. Mit dem krassen Weitwinkel könnt ihr große Landschaften einfangen. Und mit dem 5-fachen Zoom könnt ihr nah an Sachen ran und habt möglichst viele Details immer noch, ohne dass das aussieht, als würdet ihr einfach nur in das Bild hineinzoomen. Das sieht einfach, ihr seid einfach möglichst flexibel. Wir haben auch noch Beispielfotos und generelle Beispiele viel mehr aufgelistet bei turnmusom.de. Den Test dazu habe ich unten mal in die Videobeschreibung reingehauen. Der 50-fache Zoom, der ist aber besser geworden. Und wie genau, das gucken wir uns mal an. Der gute Patrick zu meiner Rechten hat da was vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Lassen wir uns überraschen. Wir machen jetzt Folgendes. Erstmal kann ich die Sonnenbrille wieder abnehmen, weil die Sonne ist wie immer in Hamburg nicht mehr vorhanden. Der gute Patrick wird jetzt gleich dort Sachen platzieren, und zwar insgesamt 7 an der Zahl. Und ich werde hier den 50-fachen Zoom anschalten und muss mit diesem Smartphone erkennen, was genau das ist. Und jedes Mal, wenn ich richtig erkenne, also nicht rate, sondern wirklich erkenne, bekomme ich einen Punkt. Was ich mit den Punkten dann allerdings machen darf, das weiß ich noch nicht. Legen wir los. Ist ein Elefant. Nächste. Es ist ein Fußball. Es ist ein Fußball. 2 Punkte schon, bestimmt. So, ich erkenne nichts. Ich erkenne wirklich gar nichts. Es ist etwas, irgendwas Weißes. Okay. Da. Das ist ein Kopfhörer. Ein Kopfhörer. Ein, ich würde sagen, AirPod Pro. Okay, das erkenne ich von hier auch eher so mäßig. Es könnte eine Pflanze sein. Ja, das ist eine Pflanze. Eindeutig. Ein Autowagen. Oh doch, das erkenne ich. Sein USB-Stick, geöffnet. Ja, das ist ja super leicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eine Winkelkatze. Also, die Challenge hat funktioniert. Wunderbar funktioniert. Man hat jetzt aber nicht sehr viele Details gesehen. Man hat nicht sehr viel. Ich habe die Konturen erkannt, das hat alles gepasst. Aber so wirklich fantastisch war das jetzt nicht, muss ich sagen. Was aber einfach nicht geht, weil der Sensor ist halt nun mal klein. Und wo soll es herkommen? Ich würde immer noch behaupten, dass der 50-fache Zoom eine nette Spielerei ist, aber nicht wirklich hilfreich. Der 5-fache Zoom, fantastisch, Weitwinkel, alles super. Aber der 50-fache Zoom, eine Spielerei. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch den 100-fach Space Zoom rausgenommen, weil erkennen kann man damit nicht mehr wirklich was. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Note an. So, Sonne ist weg. Können wir uns auch reinsetzen ins Büro. Das passt eigentlich auch ganz gut zum S Pen, beziehungsweise zum Note. Denn das, was das Note hier ausmacht, ist im Endeffekt der S Pen. Das kleine Ding hier. Das gab es in der ganzen Vergangenheit schon. Das war immer fantastisch. Jeder, der sich ein Note kauft, macht es, weil es diesen Stift gibt.
Was kann man damit machen? Man kann Sachen zeichnen, man kann Sachen schreiben. Das ist ein fantastisches Gerät. Vor allem gibt es aber auch die Möglichkeit, damit irgendwie Kleinigkeiten zu machen. Ihr habt die Möglichkeit zum Beispiel, die Galerie aufzumachen und die Fotos hin und her zu wischen, indem ihr auf den Knopf drückt und das Ding bewegt wie einen Zauber, wie ein Zauberstab, wie Harry Potter. Das ist alles super fantastisch. Ganz ehrlich, das ist langweilig. Ich würde es nicht nutzen. Ich glaube nicht, dass das eine Fähigkeit oder ein Feature ist, das man besonders gut nutzen kann. Da können wir den Bogen schlagen zu dem, was wir gerade eben schon oben gemacht haben. Dieser 50-fach Zoom ist super. Es ist unfassbar, dass es das gibt. Aber im Alltag wird das sehr, sehr, sehr selten sein. Das ist ein Gimmick, was ihr nutzen könnt. Das Feature, was ich mir sehr gut vorstellen kann, was man immer wieder gebrauchen wird, ist die Möglichkeit, das Telefon woanders hinzulegen, hinzustellen, auf den Knopf zu drücken und ein Foto zu machen oder ein Video zu starten. Gerade in Zeiten von Social Media. Das alles miteinander funktioniert fantastisch. Das ist wirklich super. Außerdem, in der Vergangenheit war es schon krass, damit zu schreiben. Es war super, wie das umgesetzt wurde. Bis zu 26 Millisekunden schnell war das. Mittlerweile beim Galaxy Note 20 Ultra 5G. Was für ein Name. Sind das... Ach, Verzeihung, jetzt muss ich jetzt erst wieder rein und wieder raus, damit diese super Fähigkeit, dieses Feature funktioniert. Wenn das Display aus ist. Ich lerne es noch. Dass ihr innerhalb von 9 Millisekunden das, was ihr schreibt, auf dem Display seht. Diese Latenz ist so gering, dass es schon fast wie richtiges Schreiben oder richtiges Zeichnen ist. Dass ihr hier bis zu 4000 irgendwas Druckpunkte habt. Ja, ihr habt wirklich als Zeichner die Möglichkeit, damit perfekt zu arbeiten. Und ich kann nicht zeichnen, ich werde euch hier nichts Großartiges, Tolles zaubern können, aber vertraut mir, Leute können damit richtig krasses Zeug machen. Und zu sehen, dass das bei 9 Millisekunden angekommen ist, das macht mir ein bisschen Angst. Angst, weil ich bin gespannt, wo landen wir in 5 Jahren in der Note-Reihe? Was sehen wir dann? Wie viele Millisekunden, wie latenzfrei wird das denn sein? Das ist unfassbar. Schade, dass die Note-Reihe aktuell bei dem S20 Note, also bei dem kleineren Gerät davon, dass wir da nur 26 Millisekunden haben. Dass sie da schon wieder anfangen, so ein bisschen auseinanderzugehen. Finde ich schade, wenn man aber sieht, was mit 9 Millisekunden machbar ist. Fantastisch. Als ich das erste Mal mit dem Telefon rumspielen konnte, und das war bei meinem lustigen NDA-Event, da habe ich festgestellt, dass man bei diesem ganzen S-Pen-Feature, was es da alles gibt, also alles um diesen Pen herum, da gibt es ja eine ganze Software-Suite, die man nutzen kann. Da kann man Texte schreiben, per Handschrift raufschreiben und dann gibt es eine Möglichkeit, die Handschrifterkennung zu aktivieren. Und das, was ich per Handschrift raufgekritzelt habe, wird dann in maschinellen Text umgeändert. Und das hat so überraschend gut funktioniert, dass ich wirklich... Ich war sprachlos. Ich habe auch sprachlos in die Kamera geguckt. Das war unfassbar, wie gut mein Gekrakel erkannt wurde. Und da frage ich mich auch wieder, wenn das jetzt schon so gut funktioniert, wie sieht das Ganze in ein paar Jahren aus? Werde ich dann in meinen Samsung Note 50 meinen Text reinschreiben, der von Samsung vorgegeben wird? Die werden dann irgendwelche Texte schreiben, die man nachschreiben muss. Und dann erkennt die Software genau, welcher Buchstabe bei mir wie aussieht. Und die Texterkennung ist dann nahezu perfekt. Und dann sind wir in diesem Moment, wo ich wirklich digital auf einem Tablet oder halt auf diesem Smartphone rumschreiben kann und alles wird digitalisiert und zwar für jedermann lesbar digitalisiert. Für Ärzte könnte das in Zukunft fantastisch sein. Ich bin einfach nur, was das Potenzial schon wieder zeigt, was die Note-Reihe drauf haben kann, was sie ermöglichen kann, das macht schon wieder Spaß. Dafür sitze ich in dieser Branche, dafür gucke ich mir die ganzen Geräte an. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen zum Gerät habt, schreibt sie gerne unten rein. Ich werde damit jetzt noch so ein bisschen rumspielen und zeichnen lernen. Jetzt hat er es schon wieder nicht erkannt. Rein. Raus. Rein. Dunkel. Aus. Awesome.